Ja, ein herzliches Hallo heute am Donnerstag, kurz vor 17 Uhr, beste Feierabendzeit sozusagen. Und ich begrüße euch zu einer kleinen Runde LS19 auf der Saxonia. Wir hatten ja da bei den letzten Malen schon so ein bisschen was angefangen. Ich habe neulich so zwei, drei Sachen selbst noch weitergemacht. Ich bin im Moment auf alle Fälle dabei, hier die Ernte weiter fortzusetzen. Und da gehen wir jetzt gleich mal hin. Vorbereitung wird mit Sicherheit, das wird sicherlich die große Vorbereitung auf die Tiere, die demnächst kommen sollen, die wir anschaffen wollen hier auf der Karte. Natürlich Rindviecher, die Milch bringen, Schafe und natürlich auch Schweine. Aber dazu muss halt ein bisschen was vorbereitet werden. Es muss entsprechend Nahrung für die Tiere da sein. Und da bin ich im Moment gerade dabei, das Ganze so ein bisschen in Gang zu bringen. Ihr seht da hinten den Anhänger, den alufarbenen. Da ist schon mal Wasser drin. Weil die Tiere müssen natürlich auch entsprechend mit Wasser versorgt werden. So, der Zug ist gerade weg. Den kann man hier mal über die Mauer springen. Zack. Und dann gehen wir hier nämlich mal aufs Feld. Jetzt hier muss ich mal noch ein bisschen nacharbeiten. Irgendjemand hat hier mit Mais gekleckert. Achso, und bei mir im Teamspeak in meinem Kanal begrüße ich natürlich auch recht, recht herzlich den Matti. Moin, mein Lieber. Moin. Thank you.
Nee, der Kollege war noch gar nicht so weit. Na, ist es denn? Werden kann. Zu sehen, Augenblick. Suchmaschine haben wir hier Tatra Dreiachser Phoenix. Entsprechend wirtschaftlicher Aufmachung. Das ist ein Reifenprofil, das hier direkt ist auch schon klar. Look.
würde mal so grob schätzen, nachempfinden, eine Baureihe 155. Nein, erstmal wohl so ein Platz sein. Ganz nachvollziehen. Manchmal sind diese Erntehelfer ein bisschen merkwürdig. Ich mache jetzt genau das. Guck mal, da ist der Güterzug. Ihr dürft mich natürlich gerne ansprechen. Ich versuche den Chat immer rechtzeitig mitzulesen. Klappt nicht immer. Aber es ist hier sicherlich so. Das ist eine unserer Neuanschaffungen, der Amazone Profi Hopper, hier für die kleinen Flächen sehr, sehr sinnvoll und effektiv. Ja, die Jungs kennt er hier, allerdings auch in einer etwas moderneren Variante.
Da fährt er hin. Was lachst du da so, mein lieber Malzheil? Herzlich willkommen im Stream. Der Matti hört nur zu und guckt zu. Ja, warum das Stück hier vorhin oder gestern automatisch gleich mitgenommen wurde, ich kann es euch definitiv nicht verraten. Der Helfer hat so eine ähnliche Aktion gemacht wie der auf seinem mit dem Maisgebiss. Da ist halt einfach mal eine Reihe stehen geblieben. Wenn ihr Meinung ist, der Chef soll selber arbeiten, braucht er mir das nur sagen. Kein Problem.
So, den lassen wir mal hier beim Landmaschinenhändler stehen, vorübergehend. Und dann nehmen wir mal die rüstliche Gerste hier eben einlagern. Tja, weiß ich nicht. Man sagt das einfach bei mir. So wichtig, dass die Fahrzeuge nach der Arbeit in einem vernünftigen Zustand abgestellt werden. Sollte das Ganze nur pausenbedingt sein, dass man sagt, okay, wir machen hier jetzt zum Beispiel einen Break und machen dann da an der Stelle weiter, dann ist das was anderes. Aber generell, wenn die Arbeit getan ist, erstmal der große, den haben wir 59.
Der Matti wird sich sicherlich noch gut an dieses Geschleuder erinnern können. Kleines Feld von knapp 120 Hektar. Dieses Feld habe ich eine Wachzugmaschine und zwei von diesen 80.000 Tonnen geschafft. Ich habe auch mal gesagt, jeder, der dieses gespannt auseinander nimmt, der muss aber wieder selber zusammensetzen. Damit in den Bunker. Da sind wir auch schon bei knapp 250.000. Schon ein bisschen was, ne? Ja, der denkt man eigentlich böse, dann kommt der Zug hier durch den Hof gefahren. Es könnte durchaus sein, dass ich mich gleich mal kurz So, ein paar Ballen wollte ich noch pressen, genau. Beziehungsweise...
können wir noch ein bisschen spucken. Da hatten wir doch glatt ein kleines Häufchen übersehen. Ganz leise vor sich hin. Die Season abläuft nochmal Doppel-XP. Also
da kann man sicherlich noch eine ganze Menge machen. Vielen Dank für dein Follow. Anonyme 7667, herzlich willkommen hier bei den Podcastern. Was sagtest du gerade, Matti? Das kam akustisch nicht ganz an. Ja, und wir sagten, dass auf Europas Straßen nochmal fahren. Du meinst ein bisschen ETS? Ja, klar, können wir machen. Können wir mal sehen, ob es noch andere Vorschläge aus der Community gibt. Annehmen 7667 bastelt nun mit. Blockbuster Dani sagt, herzlich willkommen. Dass ich mir manchmal so ein bisschen nacharbeite, das liegt nicht daran, dass ich nicht vernünftig befahren kann, sondern dass der Aufnehmer von der Ballenpresse teilweise an den Stellen, wo sich so ein Haufen gebildet hat, das heißt also da, wo der Mähdrescher stehen geblieben ist, weil der Tank voll war, da hat er dann immer einen recht großen Haufen Stroh hinterlassen und das kriegt die Aufnahmebreite des Presser manchmal nicht ganz sauber mit, man muss mit dem Bruder durchsetzen.
ersten Stelle. War da rein, dass er ohne Gepäck, das, diese Presse ist Bestandteil des Spurwerbungs. Könnte ich jetzt hinten noch eine Verlängerung ansetzen, dann würden die Reihen schon gleich in Dreier oder Spurwerbungen nebeneinander. Ganz gut zurecht. Ihr habt es vielleicht vorhin auf dem Hof gesehen, wir haben einen Aufnahmewagen, die war 18 Reihen sind es, einen Schlag aufnehmen können und sie dann so kann stapeln. Das hat sich ganz gut bewährt, als der sie noch nicht kräftig mitgeholfen hat. Der nicht so ganz unschuldig daran ist, dass ich jetzt im Moment auch auf dem Wohnzimmer unterwegs bin. Der hatte das Ganze in Angriff genommen. Ich lasse ihn das auch weitermachen. Da das Lager gestapelt. Also kann man das übrigens als Strömer geben, was bzw. mit Heuballen machen. Die sind nicht aufnehmbar. Wobei wir da im Moment noch nicht so weit sind, dass wir Heuballen haben. Ich produziere zwar aktuell schon Heu, das ist ein Fassschub hier, wo ich daraus Lage produziere und entsprechend auch Futter für jeden Fall die Kühe zu haben. Wie gesagt, das ist so die nächste Stufe. Sagen, okay, erstmal ein bisschen Milchvieh, vielleicht ein, zwei Schweine dabei, bei 7 Grad. Das letzte hat man sicherlich ein paar Schafe. Hühner werden wir zwischendurch irgendwann auch noch nehmen, ganz klar. Ja, es ist nicht verkehrt. Frei nach dem Motto, Eier sind für Mami gut, wenn sie Papi essen. Ja? Ja, ich weiß, ich sollte das schön mit Kleid aufstellen. Gerade gesehen, was ich meine. Das kommt die Presse von der Breite her einfach nicht gebacken, die volle Schlag aufzunehmen. Das sind aber meist kleine Streifen oder Streifen. Wir spielen übrigens in einer Version, wo Bienen und Fliegen nicht
vor uns ist, das gehört uns auch schon. Wir werden aber sicherlich als nächstes ein bisschen grün müssen. Da sind übrigens Zwiebeln angebaut. Hier muss ich mich sehr grüner stellen. Mit dabei ist und so ein bisschen reinschaut. Wenn ja, meldet euch doch einfach mal im Chat. Ich habe nämlich zum Thema Bienen nochmal. Das ist ja klar, speziell auf Bienen. Ja, eine Bahn noch etwas bisschen von der und dann haben wir das hier eine Schale für Stroh auch zu Beinen verpresst.
Damit ist auch das Spiel hier verpasst. Hier sind schon fast 70.000 Liter Silage drin. Natürlich, bevor wir das Fahrzeug wieder abstellen, jetzt Saft. Weil ich erwarte eigentlich, wenn ich Maschinen hier benutze, dass sie in einem vernünftigen Zustand sind. Während der größeren Abstimmung. So, dann erstmal muss ich kurz an unserer Werkstatt ansehen, was hier an der Maschine zu machen sein könnte. Hoppala. Das wäre ja gegebenenfalls eine Variante zum Silagefestfahren. Aber die brauchen wir im Moment nicht. Also lassen wir es so, wie es ist. Ja, mit Michelins. Haben wir mal eben GPS nachgerüstet.
hinten steht unser Freund. Was wohl zu gut gemeint. So, aber wir gucken hier mal gerade eben weiter. Da haben wir nur den New Holland. Ich gehe mal aber davon aus, dass wir einen Radlader brauchen, einen großen. So, und wenn wir einen Radlader brauchen, dann brauchen wir eine Schaufel dafür. Eine Silagegabel. Ja, moin zusammen! Drei Musikgamer und der Jauchi sind da. Herzlich willkommen.
Ah, Matti raucht wieder heimlich. Oder isst Kartoffelchips, eins von beiden. Was will ich nicht? Ja, nee, ist klar. Eins bin ich. Am Futter. Ich hab gestern Abend nicht. Über 2000 Liter, die da rumladen. Ja, wenn der Staat dich unterstützen will, dann sollte man das ja nicht einfach so aus dem Wind schlagen, ne Jens? So ein bisschen. Vorsicht, Gegenverkehr. So, nochmal gucken. Ach so, nee, warte mal, das war ja anders.
Hier war das Tiermenü. Matti. Entschuldigung. Das ist unentschuldbar. Doch. Die Jens ist jetzt vor Schreck vom Schreibtischstuhl geflogen. Ach der. Er hält sowas aus. Ja, Jens, mussten fragen, was der da macht. Also brauchen die Viecher kein Wasser. Okay. Und normale Getreide, also Weizen oder so. Nur Weizen, okay, danke. Dann müssen wir ein bisschen Weizen holen. Mache ich glatt. Oh, gucke, hier muss gekalkt werden. Matti, kommst vorbei, lässt hier mal ein bisschen Kalk aufs Feld rieseln? Noch nicht alle Mods von euch. Und das wäre das kleinste Problem.
Didi und dann ins Tiermenü da. Jo, Weizen oder Gerste, ich sehe es. Alles klar. Bedankt, bedankt. 100 Euro. Wer hat denn von dir geredet? Ja, und auch den ja, aber ich habe keine mit grünen, ich habe nichts mit grünen Eiern, Jens, also von daher alles gut. Nicht. Kettensägen brauche ich im Moment auch nicht. Ja, den Matti, seine Hühners, die sind schon sehr besonders, Jens. Da brauchen wir, das wissen wir. Ah, die sind auch besonders. Ja, darum bist du ja deine Hühner immer selber treten. Das sind die tollsten Hühner überhaupt. Ah, jetzt geht die Rede. So. Das ist falsch. Schön wieder voll. Au, au, au. Er ist nicht sinnvoll, das Knospray zu aktivieren. Das wäre doch einfacher. Der gibt es nicht mehr. Es gibt schon sowas ähnliches, aber das heißt anders. Das Play in der Form gibt es nicht. Ich sag mal, das Helfer-Tool ist eigentlich recht zuverlässig. Wird ab und an zickt zwar ein bisschen rum.
hat wieder ganz obszöne Sachen gekriegt. So, gleich stehen. Wo ist denn auch mein anderes Handy? Schönste Traktor never überhaupt. Der Marke fällt. Ja, Rio ganz gerne. Und du siehst ja hier in der Garage, es fängt ganz gut vertreten. Ja. Gut, da hinten steht doch ein Hirsch. Was, dieselbe Marke, die Fans, oder? Nee, das ist ein John Deere. Deere, Hirsch. Du sollst hier nicht immer was in Bart brummeln und Ruhe auf den billigen Plätzen, sagt der Jens. Ja, so sieht's aus. Wir haben Weizen geerntet, wir haben Gerste geerntet und wir sind im Moment noch dabei, Mais zu ernten. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der Kunde war voll hier.
Ja, guckt ihn euch an. Er hat eine alte Schallplatte in der Hand. Ist ein Freund von Hörner Whisky. Und wartet ohne Mund-Nasenschutz auf die Bahn. Nee, was soll man dazu sagen, ne? Durch ein Objekt blockiert, das Objekt bin ich bestimmt, ja. Ja, aber diese Problematik, die habe ich an verschiedenen Stellen, Jens, dass der Helfer hier einfach mal irgendwo eine halbe Bahn oder so stehen lässt. Jens, stell nicht solche schlauen Fragen. Das weißt du ganz genau. Aber warum hat er das auf der Nebenbahn gemacht? Da ist keins. Ja, okay, wenn das natürlich so ist, dann ist das nicht ganz gut. Ja. Aber so ganz ohne die Jungs kommst du ja nicht aus. Ja, das hatte ich drüben auf dem Gerstefeld mit einem Landmaschinenhändler nämlich auch. Hat er auf einmal eine halbe Bahn stehen gelassen, ist die komplette Bahn rückwärts gefahren und hat eine neue Bahn angesetzt.
übrigens vorhin schon mal so ganz dezent in die Community gefragt, was denn für Interessen für den weiteren Streamabend sind. Und der Matti meinte, ich soll doch mal vielleicht noch ein bisschen auf dem LKW durch Europa fahren. Ich habe schon gesagt, es wird sicherlich morgen oder auch am Wochenende noch was geben. Da gibt es ja ab morgen nochmal, kurz vor Ende der vierten Season, anständig Doppel-XP. Ich glaube auch dementsprechend chaotisch wird es da dann wieder zugehen.
los sein. Ich kurz auf und dann geht es wieder zu. So, wir machen jetzt mal Folgendes, meine Lieben. Ich steige jetzt hier einfach mal mit ein. Und lasst euch mal mit unserem Knecht ein bisschen spazieren fahren und gönnen mir derweil mal eben schnell einen kleinen Lunchbreak sozusagen. Immer wieder, dann baue ich kurz um, dann geht's. Ich sage bis gleich, bleibt einfach dran und genießt das Ganze, was ihr habt.
Ich guck mal da, wer ist denn das? Ich guck mal da, wer ist denn das? Jetzt ist er weg, ist mir irre egal.
So. Jo. Hat ja doch alles nicht ganz so geklappt, wie ich mir das gedacht habe. Wir tanken jetzt mal eben noch die Schau. Dann lassen wir das Ganze hier stehen, den Rest mache ich dann, ja, ich sag mal, offstream, da hinten den Rest abmähen. So, guck an. Weizen, Sauberkeit. Eier haben wir noch nicht. Ei. Ja, ein Hahn legt keine Eier. Machen wir eine kleine Speicherung. Und dann gehen wir da schon mal aus dem Spiel raus. Ihr bleibt aber einfach bei mir. Könnt ihr jetzt vielleicht das eine oder andere merkwürdige Geräusch geben, weil ich bin gerade mal dabei, hier ein bisschen umzubauen und das Lenkrad anzuschließen. Das dauert immer einen kleinen Moment. Zack. Größere Aktionen werfen ihre Müll auf die Bühne. Mein Lenkrad angeschlossen und aktiviert. Und jetzt beende ich einmal kurz unseren Landwirtschaftssimulator. Beende einmal kurz den Stream und bin aber gleich wieder da, nur dass sich das Ganze dann aktualisieren kann.